Hallo, wir sind Anne und Andri von IndiePet, Institut für digitale Pädagogik. Ich bin Bildungsreferentin. Und ich bin ein E-Learning-Urgestein. Und zusammen haben wir im Auftrag der AEWB, Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung Niedersachsen, Lernsnacks für euch. Viel Spaß! Für mich als Referentin war wichtig, bei der Entscheidung, was nutze ich jetzt, Videokonferenzen oder Webinare, zu wissen, worin die beiden sich eigentlich unterscheiden. Was passt zu mir und meinem Arbeiten gut? Der große Unterschied zwischen Webkonferenzen, Videokonferenzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Webinaren ist, dass bei Videokonferenzen, Webkonferenzen gibt es immer eine große Interaktion. Das heißt, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Dozentinnen und Dozenten sind gemeinsam in diese Konferenz und sprechen miteinander, tauschen sich gegenseitig aus. Dabei kann der Bildschirm geteilt werden, eine Präsentation geteilt werden, Dateien geteilt werden und miteinander gesprochen werden. Das ist die Webkonferenz oder die Videokonferenz. Im Gegensatz dazu gibt es das Webinar, Anne. Webinare sind super, um ganz kurz und prägnant und kompakt einen Inhalt weiterzugeben, ohne dass man unterbrochen wird. Denn die Teilnehmenden hören zu, sehen meine Präsentation vielleicht in solchen PowerPoint-Folien und können in einer Chatfunktion nebenbei mir Fragen stellen, auf die ich dann am Ende Bezug nehmen kann. Aber ich habe wirklich fokussiert die Zeit, einfach das zu sagen, was ich sagen möchte, ohne dass ich parallel die ganze Zeit im Austausch bin. Das heißt, Webkonferenzen, Videokonferenzen sind eher da, wenn man diskutieren will, wenn man sich austauschen will. Webinare sind eher dafür da, wenn man präsentieren will, also so wie bei einem Vortrag. Ich finde Videokonferenzen auch noch gut, wenn zum Beispiel nach einem Webinar es darum geht, die Inhalte im Team nochmal aufzugreifen und zu überlegen, was können wir jetzt damit machen, also in den Transfer zu gehen. Da schließt sich eine Videokonferenz zum Beispiel perfekt an ein Webinar an. Und zum Abschluss schreiben wir euch dazu, welche Tools wir empfehlen, dass je nachdem, auf welchem Kanal ihr dieses Video seht, da oder hier steht ein Text mit den verschiedenen Systemen und Tools, die wir euch dafür empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Tschüss. Tschüss.